Hey ho Potatoes und damit willkommen zu einer weiteren Folge Monster Hunter World. Heute ist es endlich soweit. Ich stelle mich dem gehärteten Kirin der Aufgabe, der dringenden Aufgabe ab Jägerrang 49 Kampfgetöse im Hochland. Ich stelle euch mal eben erstmal meine Rüstung vor. Ich habe ein bisschen was gefarmt, Nergigante klar gemacht, damit ich drei Rüstungsteile davon frei habe, damit ich den Nergigante Hunger freischalte quasi. Ansonsten habe ich den Dezimierungsclown dabei, damit ich ihn sozusagen von seiner zweiten Phase abhalte. Die Augenklappe, die uns Schwächevorteil gibt. Ansonsten, wie gesagt, dreimal Nergigante und die Beinschienen vom Doba, die uns noch mehr Angriffsboost geben. Hier seht ihr nochmal alle Skills aufgedröselt quasi. 6 auf Angriff und 3 auf Donnerwiderstand, das Maximum, was geht. Natürlich, Kirin, ist klar. Schwäche, Vorteil, Aufhetzer, das ist, wenn das Monster wütend ist, dass man da mehr Damage macht und so. Aus der Erholung hoch, göttlicher Segen. Und die anderen zwei waren so ein bisschen, ja, geslottet halt für die Juwelen, weil ich da noch nichts Besseres habe, aber eigentlich kann man da was Besseres reintun. Ansonsten hier beim Objektbeutel, wenn es ernst wird, habe ich mir extra hier so ziemlich alles reingepackt, was überhaupt nur möglich ist an Heilung. Nicht nur 10 Tränke, 10 Megatränke, die uralten Tränke und die Maxi-Tränke, nein, auch nochmal 10 Honig, falls ich mir die Megatränke nochmal neu mixen möchte. Mega-Dämonenmittel, Mega-Panzerhaut natürlich, Sprintsaft, damit die Ausdauer nicht so schnell runtergeht. Mega-Fassbombe, da merke ich gerade, man kann eh nur eine benutzen, entweder die Mega-Fassbombe oder die großen. Dunkkapsel, falls uns irgendwas anderes noch in die Quere kommen sollte, aber ich glaube, bei der Mission ist das nicht der Fall. Ja, Panzerkralle, Panzeramulett ist eh klar, ist immer dabei. Und ja, jetzt müssen wir noch was futtern und dann kann es auch schon losgehen, also Vorbereitung ist bei der Quest alles, ich habe auch schon Gutschein investiert hier, Chefkochgericht könnten wir nehmen, aber was interessant ist, ist dieses Überraschungsgericht, nämlich das aktiviert die Fähigkeiten und zwar 3 Stück meistens und die Fähigkeiten des Tages sind schwächer, dass die Monster schwächer sind, Klettermeister ist uninteressant, aber hier, der Sicherer. Das verhindert, dass man das erste Mal quasi, dass das erste Mal zählt, wenn man ohnmächtig ist. Und das ist ein super, super guter Skill, weil das quasi bedeutet, ihr könnt insgesamt 4-mal ohnmächtig werden. Und gerade bei der Mission beim Kirin, ich meine, ich mache ihn jetzt solo, ist das doch von Vorteil, wenn man hier auf jeden Fall 4-mal sterben kann, theoretisch, bis es vorbei ist, also 3-mal sterben kann und die Mission trotzdem noch abschließen kann, erfolgreich. Ich weiß hier gar nicht, ich denke mal, das östliche Lager ist hier besser. Kann man auch ruhig mal noch so einen Gutschein hier investieren für die doppelten Zennies. Man gönnt sich ja sonst nichts. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal hier einen kleinen Cut. Wir sehen uns dann wieder beim Kirin, wenn es soweit ist, weil der Anfang ist ja eh langweilig, bis dahin laufen und so weiter. Na, ihr wisst Bescheid. Der Kollege ließ nicht lange auf sich warten und ihr kennt ja meinen Objektbeutel schon. Das heißt natürlich am Anfang Mega-Panzerhaut und Mega-Dämonenmittel erstmal reinschippen. Das hält nämlich die ganze Quest durch, beziehungsweise das erst bis zum ersten Mal, wo man dann stirbt. Und ich sehe gerade, ich fange hier an aufzunehmen und was macht der Kirin? Der läuft einfach wieder weg. Ja super, jetzt muss ich dem hinterher. Wahrscheinlich läuft er wieder ganz nach oben auf dem Berg und ich muss schon wieder den nächsten Kart ansetzen. Das wäre ja fantastisch, wäre das. Ja, Sprintsaft natürlich auch hinterher. Das bewirkt, dass die Ausdauer nicht so schnell abnimmt. Es gibt manchmal auch diese Käfer auf dem Boden. Ist natürlich noch besser, den gleich zu nehmen. Und was auch sehr, sehr gut ist bei dieser Quest, das ist nämlich die erste Quest, wo man gegen einen gehärteten Drachenältesten antritt. Unbedingt die Spuren sammeln, weil dadurch könnt ihr Untersuchungen freischalten, mit denen ihr dann wiederum später was anfangen könnt, nämlich Heldensteinscherben sammeln und so weiter. Ich kenne mich gerade nicht ganz hundertprozentig aus, was die Begrifflichkeiten angeht, aber ich glaube, es sind Kriegersteinscherben oder so. Ach, ich weiß nicht. Jedenfalls muss ich den jetzt wirklich bis auf den Gipfel hoch verfolgen. Also, kleiner Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, da wären wir jetzt am Gipfel des Korallenhochlands angekommen und oh, der wartet schon auf uns anscheinend. Donnermantel erstmal ausgerüstet und gleich mal eine Flugattacke reingebracht, hat schon ein kritischer Treffer gesessen. Kirin, seine Schwäche ist das Horn. Das ist bei den Doppelklingen äußerst problematisch, weil man die nicht so leicht treffen kann damit. Also man kann die eigentlich nur manchmal treffen, wenn er sich gerade so ausruht, kann man sie mit dem mit der Combo anknacksen. Aber ansonsten kann ich eigentlich nur mit der Kreisattacke zu ihm hin, wenn ich im Dämonenmodus bin und dann zweimal diesen Wirbel nach oben machen, dann kann ich ihn gut treffen, aber ansonsten wird es schwer. Und selbst mit dem Donnermantel
zieht das einiges ab. Uiuiui, und jetzt bin ich schon fast down, ey. Das gibt's nicht. Und auch noch verwirrt. Oh, das könnte schon das erste K.O. sein, aber zum Glück haut er erstmal ab, denn das ist normalerweise ja nicht eine Area, wo er kämpft. Vielleicht ist es auch keine gute Idee gewesen, ihn hier zu bekämpfen. Aber da ich gerade einen Kräuterstrauch sehe, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein paar Tränke und dann die Kräuter wieder, damit wir das gleich auffüllen. Ich habe natürlich in der Herstellungsliste eingestellt, dass Tränke und sowas automatisch gebraut werden. Auch schön, dass man nur noch Kräuter dafür braucht, ne? Nicht auch noch Blaupilze, wie damals noch zu allen anderen Monster Hunter Teilen. Ja, und jetzt muss ich mich echt mal ranhalten. Ich habe hier vom Palico noch die Plünderklinge ausgerüstet, was ganz geil ist, weil vom Kirin habe ich nicht so viele Materialien. Aber eigentlich, ne, wenn ihr wirklich gut darauf vorbereitet sein wollt, dann solltet ihr auch eine andere Fähigkeit beim Palico hernehmen. Und was ich jetzt mache, ist versuchen, eine Flugattacke auf ihn dran zu bringen. Ich versuche nämlich, ihn runter zu locken, indem ich selber runtergehe. Dann springt er mir ja normalerweise hinterher. Und dann gehe ich ganz schnell wieder hoch und versuche auf ihn darauf zu springen. Also das könnte klappen, so ein bisschen cheesy Taktik. Und schnell weg hier, sehr gut. Wenn man im Dämonenmodus ist, dann hat man eine sehr, sehr gute Ausweichrolle quasi. Die musste ich auch öfter mal aktivieren. Die ist schon sehr, sehr stark, wenn man sie richtig einsetzen kann. Ihr seht, okay, ich wollte gerade sagen, ihr seht, ich werde nicht getroffen hier mit dem richtigen Timing. Eieiei, diese, also da muss man echt aufpassen. Wenn ich glaube, wenn ein dieser lange Blitz trifft, ne, den hier, die Reihe quasi, dann ist man sofort gestunt und so gut wie tot. Also da muss man, aber das deutet sich zum Glück sehr, sehr stark ab. Es sind meistens so drei Linien nebeneinander und wenn man einfach dazwischen bleibt, ist alles gut. Nur einfach nicht innerhalb des blauen Kegels. Ja, genau. Easy game. Obwohl, so easy ist es trotzdem nicht, weil ich komme ja trotzdem nicht an ihn ran. Naja. Was ihr übrigens auch noch machen könntet, um den ein bisschen leichter zu gestalten, ist, wenn ihr ihn Solo macht natürlich, einen Grimkale dazu zu holen oder sogar vielleicht ein lokales Monster. Man kann nämlich beides machen. Also Grimkale sind die anderen kleinen Kätzchen. Wenn ihr online spielt, dann sind es meistens Katzen von Freunden. Oder wenn ihr lokal spielt, dann sind es entweder Random-Katzen oder eben auch die hier ansässigen, ich weiß gar nicht, was das sind, hier Tierzähmer oder sowas, Katzen waren das, glaube ich. Und oh, da hat es mich aber hart erwischt, ich muss eine Nullbeere nehmen und ich bin auch noch verwirrt, das ist sehr, sehr gefährlich. Ja, da muss, glaube ich, ein Maxi-Trank jetzt erstmal her, damit ich wieder voll werde. Kann man sich, glaube ich, gönnen und muss man sich auch gönnen, weil der nächste Schlag könnte mich schon K.O. hauen. Und die Nullbeere unbedingt hier nehmen, weil sonst kann man so gut wie mit jedem Treffer betäubt werden. Und ja, was ich sagen wollte, falls ihr noch mehr Hilfe braucht quasi, auf jeden Fall noch ein Schamos abchecken vielleicht, das sind die lokalen Tierchen hier. Wenn euer Palico das gelernt hat, könnt ihr den mitnehmen und wie gesagt noch ein Grimkale. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob die euch auch hier bis an den Gipfel verfolgen. Also beim Schamus kann ich es mir nicht vorstellen, wie soll der denn die Leinen hochgehen? Die Lianen, meine ich. Die Grimkale könnt ihr aber machen, ne? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht werden die auch gebeamt oder so. Ich habe es noch nie ausprobiert. Wenn ihr das gemacht habt, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, weil mich das interessieren würde. Und ja, das ist hier gerade ein starker Gegner. Also der stärkste auf jeden Fall bisher. Und auch der nervigste mit der kleinsten Trefferzone. Und genau das ist passiert, was ich vermeiden wollte. Er ist im Rage-Modus. Im Rage-Modus prallen meine Angriffe mit den Doppelklingen an seinem Fell quasi ab. Die einzige Trefferzone, die jetzt noch gut ist, ist das Horn. Und an das Horn kommt man in der Stufe sowas von schwer ran. Ich versuche gerade meinem Palico die ganze Zeit zu sagen, dass er was machen soll. Weil manchmal diese Angriffe auch stunnen von ihm, wenn sie ihn treffen. Und das dann quasi ein guter Zeitpunkt sein könnte, um noch ein paar Treffer zu setzen, aber alter Schwede, dieser Donner, der kreisrum um ihn geht, der trifft einen ja fast immer, wie es ausschaut. Aber zum Glück habe ich ja so ein bisschen den cheesy Spot hier gefunden, wo man nochmal kurz was nehmen kann und vielleicht sogar nochmal runter, falls es zu brenzlig wird, oder man kann einfach wieder hoch, während er hier unten ist. Und jetzt könnte ich mal die cheesy Taktik probieren, einfach ihn hier quasi immer runtergehen zu lassen, mich verfolgen lassen, wieder hochklettern und dann einen Sprungangriff zu setzen. Ich meine, es könnte funktionieren, wenn ihr das lang genug macht, mit dem Großschwert zum Beispiel. Könnt ihr es mir vorstellen, wenn ihr immer diesen Sprungangriff macht, der ja doch
ordentlich Donner, einen Donnerbalken hier gibt. Aber mit meinem Sprungangriff fliege ich meistens zu weit. Aber wenn ihr quasi direkt nach unten geht mit dem Sprungangriff eurer Waffe, dann könnte das gut klappen. Ja, auch so ein paar Gratistreffer setze ich an, aber nicht allzu viele. Was ich hier gerade versuche, ist ein bisschen Zeit zu schinden, dass er aus seinem Rage-Modus auch rausgeht. Dafür habe ich eigentlich meine Doppelklinge hier mit dem hohen ältesten Siegel, der ja verhindern soll, dass der in den Rage-Modus geht, beziehungsweise diesen Rage-Modus wieder, ja, wie soll ich sagen, deaktivieren soll. Oh, jetzt habe ich aber mal gute Treffer gesetzt, aber der wird mich auch treffen. Eieieiei, der zieht ja unfassbar viel ab. War mein Leben nicht gerade noch voll? Der hat mir ja fast komplett den Lebensbalken weggenommen, aber komplett, also von wegen One-Shot, 100%. Alter Schwede. Und das mit einer voll ausgestatteten Rüstung, ja. Gute Nacht, jetzt haut er zum Glück ab. Ey, jetzt habe ich auch ein bisschen Glück, ne? Dass er sowohl immer dann abhaut, wenn es gerade brenzlig wird, als auch, dass mich seine Attacken manchmal nicht getroffen haben. Gut, da könnte man noch sagen, das war Skill, aber man muss auch ehrlich mal sagen, zu dem Fight gehört eine Menge Glück dazu, wenn man den Solo macht. Mit den Doppelklingen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Waffen ist. Wahrscheinlich auch schwer, ihn zu treffen. Bei den Doppelklingen hat man immerhin die Möglichkeit, zwei, drei... Alter, trifft mich dieser Blitz gerade sogar auf den Lianen? Habt ihr gesehen? Der ist so runtergekommen. Alter, der trifft mich sogar hier unten. Das ist ja gemein. Okay, Donnermantel muss auf jeden Fall her. Und Ausweichen ist oberstes Gebot bei dem. Aber es ist auch sehr schwer dann hier noch Treffer zu setzen, weil er so flink unterwegs ist. Immerhin sind meine Waffen auch flink, aber ich weiß gar nicht. Das muss echt eine Herausforderung sein, den alleine mit irgendeiner anderen Waffe zu machen, die sehr langsam ist. Zum Beispiel Großschwert. Wenn ihr nicht gerade diese Cheesy-Taktik benutzt. Oder ein Hammer. Wobei der Hammer ist nicht ganz so langsam. Ja, okay, jetzt ist... Oh, jetzt... Ah, ich dachte, er ruht sich ein bisschen länger aus. Schade. Also, wenn euch dieser Angriff trifft, ich glaube, dann seid ihr One-Shot. Kann das sein? Aber das kann doch... Selbst mit vollem Leben kann doch nicht One-Shot machen, ey. Ja, manchmal zieht das auch nicht so viel ab, ne? Ich habe nämlich manchmal göttlicher Segen noch. Den habe ich auf Stufe 2, sowohl mit einem Amulett, mit einem Juwel, meine ich, als auch mit dem Talisman, den ich immer noch habe, seit Anfang an. Den Vorbesteller-Talisman habe ich immer noch dran, weil Angriffsboost plus göttlicher Segen ist eigentlich verdammt gut. Ich habe, glaube ich, noch keinen besseren gesehen, der rein für den Kampf ist. Natürlich gibt es auch noch irgendwelche Nice-to-Have-Sachen, die euch, keine Ahnung, die Spuren oder die Untersuchungen schneller voll machen oder so. Aber das sind ja nur spezielle Sachen. Komm, in den Paratod. Fallen braucht ihr natürlich bei den Drachenältesten gar nicht probieren, aber der Froschi wirkt immer. Das ist der absolute MVP von Monster Hunter World. Damit könnt ihr wirklich alles paralysieren. Auch euch selber und auch eure Katze. Aber eben auch Drachenälteste. Und ihr seht, das ist so nervig, wenn man hier abprallt an dem Fell. Und ich komme einfach nicht an sein dummes Horn ran. Oh, jetzt vielleicht. Oh, das war ein gescheiter, guter Treffer. Und jetzt kann ich die Combo loslassen. Bisschen näher ans Horn noch. Ah, ich rutsche hier gerade ein bisschen weg. Oh, ich back zwischen der Wand und ihm. Das war ehrlich gesagt ganz gut. Dadurch habe ich nämlich ein paar gute Treffer in der perfekten Zone abgelassen. Und das war auch gerade mega Glück, dass ich genau dann aufgestanden bin und genau dann diese Unverwundbarkeitsframes hatte, wo er mich nicht getroffen hat. Und das ist übrigens dieser Käfer, diese Larve, die ihr nehmen könnt, womit eure Ausdauer auch weiter so langsamer runtergeht. Wodurch, was ich quasi mit dem Sprintsaft hier erledige. Und der Treffer von ihm war komisch, aber hat mir nichts abgezogen. Gut, kann ich verschmerzen. Also ich muss ja sagen, bis auf die eine Stelle jetzt, wo ich ihn umgehauen habe und dann zweimal die Combo loslassen konnte, habe ich ihn jetzt noch nicht so wirklich erwischt. Also Viertelstunde ist knapp rum und wirklich viel Damage habe ich ihm nicht gemacht. Aber immerhin auch noch nicht gestorben. Also kann man vielleicht ein bisschen stolz drauf sein. Ich habe ja wirklich Angst vor dem Fight gehabt, habe den ein bisschen auch vor mich hergezögert. Aber jetzt zu den Event-Quests muss ich den machen. Es ist sowohl der gehärtete Devil-Yodra als auch die Quest, wo man gehärtete Drachenälteste Spuren farmen kann. Und ich glaube, die Event-Quest mit dem Dämonio ist sogar schon vorbei. Aber das Frühlingsfest ist ja nicht mehr weit weg und da kommt das auch nochmal. Von dem her habe ich ja höchstens jetzt für 2 Wochen was verpasst.
Schön die Kräuter sammeln. So, hier könnte ich was probieren. Und zwar ist ja hier dieser steile Abhang. Wenn ich hier zur rechten Zeit runterslide, während er sich quasi umdreht. Oh, Moment. Er braucht eine Pause. Die nutze ich aus. Nochmal schön eingeschenkt. So, hier runtersliden. Wenn man es richtig macht, wenn ich ein bisschen vorher abspringe, könnte ich ihm zwei, drei Treffer mitgeben, ohne selber was zu kassieren. Und gleichzeitig sind diese Treffer mit meinen liebsten Sachen. Ich habe zwar jetzt nichts auf Affinitätsschlittern gemacht und Sprungangriffe, aber, oh ja, der war sehr gut und hat ihn auch noch umgehauen. Oh, ich liebe den Sprungangriff. Und er ist gerade noch in seiner Rage-Phase. Das ist also perfekt jetzt hier, um ganz viel Schaden mit dem Doppelkling zu machen und hoffentlich diese Rage-Phase hier jetzt rauszubekommen. Leider nicht geschafft, aber immerhin sehr, sehr professionell ausgewichen. Also das sah schon sehr, sehr gut aus, auch wenn es natürlich, sage ich mal, 90% Glück war, 10% Skill. Nochmal der Sprungangriff. Oh, habe ich den einmal erwischt? Ich weiß es nicht. Aber jetzt haut er so krass rein. Und wenn ihr davon getroffen werdet, alter Schwede. Zum Glück lenkt ihn der Palico gerade ab und... Ja, okay. Immerhin zwei Treffer. Wieder mal umsonst. Aber das Fell, das alte Problem, ne? Beim Fell ziehe ich ihm einfach kaum was ab. 10 Damage immer ungefähr. Und ich habe keine Ahnung... Also er hat nicht so viel Leben, ne? Aber... Das dauert dann schon doch eine Weile. Wahrscheinlich eine Stunde oder so, wenn ich ihm immer nur 10 Damage mitgeben würde. So. Alter, das war fies. Ich habe den dritten Strahl nicht mal gesehen. Und schnell hier raus. Alter Schwede. Das kann so schnell gehen. Eine Unachtsamkeit. Ihr seht kurz nicht, wo die Linie ist. Und schon werdet ihr von diesem Blitz getroffen. Und im Pechfall, dann werdet ihr auch noch gelähmt. Und dann habt ihr gar keine Chance mehr wegzukommen. Und ich sehe gerade nur noch einen Megatrank übrig. Deswegen... Schnell die Herstellungsliste, neu gecraftet. Easy, schon mal versorgt. Und, schade, er ist mit seinem, er ist gerade am Abhang, wodurch ich ihn nicht mit der vollen Combo erwischen konnte, aber einmal ein bisschen was. Das ist übrigens dieser Kreis-Move, den ich meine. Man rollt sich mehr oder weniger zu ihm hin, wie so ein Beyblade. Und macht dann zweimal den Wirbel nach oben. Und das trifft ihn manchmal ganz gut. Aber ist auch eine sehr zeitaufwendige Attacke. Kann man eigentlich fast nur machen, wenn er gerade steht. Oh, und das Fell unter seinem Horn ist auch relativ anfällig zumindest. Aber ich glaube, er ist auch nicht mehr im kompletten Rage-Mode, oder? Ja, doch. So halb. Ich kann es gerade nicht so genau beurteilen, aber ich glaube, er ist schon noch im Rage-Mode. Oh, er haut ab. Okay, gut. Na, bin ich schneller? Nee, ich glaube nicht. Der ist ja wirklich fix unterwegs, wenn er abhaut. Meine Herren, du. So, wir machen eben die blaue Schärfe wieder voll. Blaue Schärfe übrigens macht 120% Schaden eurer Waffe. Grüne Schärfe noch 105%. Weiße Schärfe dann 100%, denke ich. Und ich weiß gar nicht, ich denke mal, orange Schärfe macht dann nur noch 90 oder so. Aber da bin ich mir schon nicht mehr sicher. Da gab es eine coole Tabelle, wo ich mich mal informiert habe, wie viel Schaden das genau macht, weil ich mir immer noch nicht sicher war bis zuletzt. Das war wieder perfekt ausgewichen. Und weg. Ja, wobei musste ich nicht mal. Er ist gerade, glaube ich, in dieser Phase, wo er die Donner machen will, aber es kommt nichts raus. Oh doch. Eieieiei. Ich bin sogar weggerollt und habe mich trotzdem noch voll erwischt. Miese Nummer. Und auch wieder dieses Donner-Symbol. Unbedingt eine Nullbeere nehmen hier an dieser Stelle. Mach du mal so lange was mit der Plünderklinge, Palico. Lenk ihn schön ab. Und sammeln mir noch was währenddessen. Das fände ich ganz gut. Eieiei, die dritte Linie ist immer gefährlich, wenn man die nicht sieht, wenn die hinter einem ist und man quasi darauf zulaufen muss. Der Superman Dive war gar nicht nötig und der Palico mit der Plünderklinge. Du sollst es auf ihn machen, nicht auf mich. So, eieiei, der Abpraller. Und der Donner hat mich voll erwischt, ey, jetzt muss ich echt mal aufpassen. Er ist schon wieder in dieser Phase, wo man kaum treffen kann, aber er einen dafür umso härter trifft. Ah, wieder die Vitalitätswespe von Vitalität Klitschko. Getestet. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie ich so wirklich an ihn rankommen soll. Hier die... Ja, ich habe es gerade versucht, den Abhang runter zu sliden, aber ist nicht steil genug. Alter! Oh nein! Oh, 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 oh. Hoch, 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 hoch.
Wieso hat mich das nicht aufgeweckt? Die Attacke. Oh oh, oh oh, Palico, oh, der liegt genau in unserer... Verdammt. Unser Palico lag genau in unserer Reichweite. Ja, kleiner Cut dafür und ich würde sagen, weiter geht's. Ich habe mal eben einen kleinen Cut gemacht, bis ich wieder bei ihm war, weil, naja, ihr kennt ja das alte Prozedere. Man muss wieder die Ausdauer auffüllen, das Leben auffüllen. Dafür habe ich ja die Mega-Nährstoffe dabei, damit die Gesundheitsanzeige wieder hochgeht. Ansonsten habe ich mir die Ration genommen aus der Kiste. So, mal schauen, ob ich ihn jetzt ein paar Mal treffe. Geht er gerade weg oder ruht er sich aus oder so? Nö, nicht wirklich. Oh, der war schön. Und was gebrochen? Ist sein Horn etwa gebrochen? Oh, jetzt dachte ich, kann ich ihm was geben. Aber tatsächlich kann er immer noch ordentlich was einschenken. Ja, ja, immerhin hat das mal geklappt hier, das Palico-Gadget. Donnermantel ist wieder bereit. Sehr gut. Megatränke. Nicht zu geizig sein. Immer volles Leben bei dem. Oh, er humpelt schon. Er humpelt schon. Ich versuche ihn aufzuhalten. Ah, schade. Jetzt muss ich schon wieder den ganzen Berg hoch. Na, tolle Wurst. Aber das freut mich schon mal zu sehen. Das ist auf jeden Fall ein großer, wichtiger Schritt hier in Richtung Missionsende. Ich versuche ihm hier noch ein paar Mal was mitzugeben. Also die Steinchen bringen immerhin schon mal 2 Damage. 5 von den Steinchen ist wie ein Schlag von mir. So, jetzt von oben, ich meine von vorne, das Horn treffen. Ah, schade, ich hätte nicht die Combo loslassen sollen. Ich hätte vielleicht nur 2, 3 Treffer und dann wieder hinter ihn gehen. Wieso denn vor ihn? Vor sein Näschen. Man kann es bestimmt auch so machen, dass man quasi von ihm hergeschoben wird, während man ihm schön aufs Horn kloppt. Aber hat jetzt nicht geklappt. Ja, ich muss ihm jetzt echt wieder nach oben folgen. Naja. Oh, hier vielleicht. Wenn ich jetzt schnell bin, kann ich mich auf die andere Seite katapultieren. Jetzt schon mal den Dämonenmodus an. Und 2, 3 Treffer. Come on. Na? Naja, das war jetzt so mäßig erfolgreich, würde ich mal sagen. Und jetzt muss ich mich erstmal anhand der Käferchen hier nach oben buxieren auf den Gipfel. Habe ich vorhin rausgekattet. Jetzt könnt ihr mir mal zuschauen, wie ich das so mache. Ist eigentlich relativ schnell erledigt. Mit den Keilkäfern, die sollte man sich unbedingt zur Hilfe nehmen hier. Das ist um einiges schneller. Ansonsten kann ich euch ja ein bisschen was zu den Eventquests erzählen. Also nächste Woche ist quasi die letzte Woche vor dem Frühlingsfest. Also zum letzten Mal erstmal für eine Weile wird es neue Eventquests geben. Auch einen Kuluyaku-Helm, so wie ich gesehen habe. Und, oh, er legt sich gerade schlafen. Sehr, sehr schön. Und natürlich wird es auch wieder ein Zusammenfassungsvideo geben. Ich vermute mal dann heute Nachmittag oder so, wenn das Video rechtzeitig online kommt. Und, oder morgen Nachmittag, je nachdem. Und das hat schon mal 360 Schaden gemacht. Das ist ungefähr so viel, wie wenn jeder Schaden 30 Angriff macht. Ungefähr so wie 12 Treffer. Na, das ist doch schon mal was. Sehr, sehr schön. So, da hat er wieder was fallen lassen. Schön aufheben. Kirin-Mähne, immer gern gesehen. Ja, diese Sachen mit dem mit der Plünderklinge sind echt super gut, wenn ihr was farmen wollt von denen. Aber wie gesagt, eigentlich solltet ihr für die Quest, wenn ihr euch schwer tut, was Richtiges nehmen. Was Schaden macht oder was euch unterstützt. Die Trommel ist ganz geil von ihm. Weil ihr damit macht er irgendwelche, also damit macht er alle möglichen Buffs. Entweder ihr könnt nicht mehr gestunt werden oder mehr Verteidigung, was gegen den hier auch super, super gut ist. Und was mir auch gerade noch eingefallen ist, ich glaube, ihr könnt sowohl das Mega-Dämonenmittel nehmen als auch das Dämonenmittel und beide wirken zusammen. Was ihr auf jeden Fall nehmen könnt, ist der Machtsamen alleine. Und der wirkt auch sehr, sehr lang, wenn nicht sogar für die ganze Quest. Plus das Dämonenmittel, also die beiden Waffen auf jeden Fall, plus das Dämonenpulver und die Dämonenpille wahrscheinlich auch, genau dasselbe bei Panzer. Also ihr könnt euch, wenn ihr wollt, mit richtig viel Sachen noch dazu buffen. Ich habe jetzt mal nur die Mega-Variante von beiden genommen. Und auch das kleine bisschen Leben wird noch geheilt mit dem Erste-Hilfe-Trank hier davon. Alter! Habe ich eh genug. Oh, 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 oh! Alter! Kurz mal nicht aufgepasst, denn diese dritte Linie ist so gefährlich. Boah, Megatrank muss her. Das zieht einfach mehr als die Hälfte des Lebens ab, so ein kleiner Blitz. Hier schön in die Mitte. Ich habe hier manchmal Angst, weil so Blitzabzweige gehen. Wisst ihr, was ich meine? Die Linien sind nicht ganz gerade, sondern die zweigen auch manchmal so ab und da geht noch so ein Ast raus quasi.
Ich weiß nicht, ob das nur so ein optischer Effekt ist oder ob der mich wirklich treffen kann. Und alter Schwede, die Combo. Zu gierig aber. Da ist der Ausweich-Move gerade noch rechtzeitig gekommen. Und hier schön mit dem Kreis-Move, von dem ich die ganze Zeit spreche, zweimal erwischt, beziehungsweise viermal insgesamt. Das war gut. Ist natürlich nicht die Mega-Damage, nicht so wie bei der Combo. Und da war ich zu gierig. Das könnte mich treffen. Gerade noch so. Alter, er hat sich mit seinem Donner selber erwischt. Jetzt liegt er erstmal da, der Dovi. Alter, ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber wahrscheinlich nur, wenn er super geschwächt ist. Guckt euch diesen Damage an. Für Doppelklingen ist das wunderbar. Und aufpassen. Alter, was? Okay, noch ein Cut. Ich hätte nicht gedacht, niemals vermutet, dass mich das wirklich von vollem Leben one-shotten kann. Also, Alter, das war so klar, ne? Das ist typisch Monster Hunter, ne? Ihr seid kurz davor, ihn zu besiegen. Der macht einen Move, One-Shot, tot. Ihr müsst nochmal hinlaufen. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte die Mission zu viert gemacht. Alle anderen hätten den jetzt gelootet. Ich hätte nichts davon abgehabt. Hätte nochmal herlaufen müssen. Hätte ich sicher nicht in einer Minute geschafft, den ganzen Berg hoch. Und dann hätte... Es haben nur noch zwei Treffer gefehlt. Ey, das ist so typisch Monster Hunter, ne? Also, es ist wirklich eine Hassliebe. Sowohl Monster Hunter an sich, manchmal, als auch der Kirin. Der Kirin vor allem. Monster Hunter liebe ich eigentlich nur. Aber ja... Das wäre endlich geschafft. Boah, ich bin so froh. Und Azurnes Kirinhorn zweimal gleich. Darauf habe ich gehofft. Das brauche ich nämlich für die Rüstung von dem. Und das ist eine High-Rank-Rüstung und von denen will ich eigentlich alle haben, damit man die vermixen kann für etwaige weitere Quests. Und nochmal die Combo durch. Ach ja, schön. Er liegt da, der gehärtete Kirin. Geil, geil. First Try geschafft. Aber zweimal gestorben, also gut, theoretisch bin ich nur einmal gestorben. 27 Minuten, ja okay, halbe Stunde, ne? Krasse Sache. Und hier der schimmernde Stromstein, mein erster. Sehr, sehr geil. Ab jetzt kann man quasi die Waffen und Rüstungen augmentieren. Rüstungen, dafür braucht man dann solche Steinscherben plus... je nachdem, was die Rüstung halt, aus was die Rüstung besteht, davon Juwelen oder sowas. Ja, quasi nur einmal gestorben, einmal ohnmächtig geworden, weil ja das erste Mal gratis war, aber insgesamt natürlich zweimal, wenn man jetzt ganz penibel sein will. Ja, war keine einfache Mission, also war doch der forderndste Gegner. Also auf jeden Fall der Gegner, auf den ich mich am meisten vorbereitet habe. Sowohl neue Rüstung extra für den geholt, als auch Juwelen extra super überlegt, geslottet. Plus was gegessen, zum ersten Mal mit richtig mit Gutschein und so. Plus auf die Fähigkeiten so beacht gelegt. Ja, ihr müsst einfach nur gut auf den vorbereitet sein. Nur in Anführungszeichen. Aber Vorbereitung ist einfach alles in Monster Hunter. Ich packe euch nochmal das... Jägerrang 51, yay! Ich packe euch nochmal das Jagdvideo mit den 5 Tipps oder... Ich weiß gar nicht, wie viele Tipps es waren. Zum Kampf allgemein rein. Vorbereitung ist alles wirklich... Moveset kennen von dem. Vom Kirin kannte ich ihn jetzt nur einigermaßen gut, aber die Blitze haben es ja wirklich angedeutet, wo er hingeht. Und jetzt kann ich auch endlich die Sachen farmen von den Drachenältesten sehr, sehr gut. Die Untersuchungen, das solltet ihr auf jeden Fall auch machen, wenn ihr Rang 50 seid. Habe ich ja schon im Event-Quest-Video erwähnt. Und ja, ich freue mich total. Und damit bin ich nun noch endlich im Endgame von Monster Hunter World angekommen. Potatoes, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut und bis dahin. Ciao.